Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo liebe Mamas, willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Ich, Mella, mache die Einführung, weil Alina noch den Mund voll hat mit ihrem schnellen Mittagessen hier vorm Mikro. Brunch. Hält uns Brunch, ja, na klar, akzeptiert, es ist 11.16 Uhr, auf jeden Fall Brunch. So ihr Lieben, ihr süßen Mäuse, heute geht's darum, ungefragte Ratschläge aus dem näheren Umfeld. Geht so ein bisschen in den Mom-Shaming-Bereich rein. Man kann es auch toxische Tipps von den Eltern, Schwiegereltern etc. nennen. Auf jeden Fall eins unserer Themen, mit denen man plötzlich irgendwie so konfrontiert wurde, gibt es ja auch in anderen Lebensbereichen. Aber seitdem das Baby da ist oder die Kinder da sind, finde ich, ist das nochmal so ein extra Topic, dem wir uns heute widmen wollen. Ich habe mir auch ein paar Storys zurechtgelegt. Aber vielleicht habe ich auch nur das Gefühl, weil mein Baby noch so klein ist, wird es dann irgendwann besser? Peanut ist schließlich schon 3 Jahre alt. Also hört das irgendwann auf mit den Ratschlägen? Also gefühlt ist es auf jeden Fall weniger. Aber ich glaube, dass man selber auch ein bisschen resistenter wird und dann nicht mehr so empfänglich für ist. Weil gerade am Anfang ist man ja noch sehr unsicher und etwas verletzlich, ob man alles richtig macht und hat vielleicht auch so hier und da ein paar Selbstzweifel. Hatte ich auf jeden Fall, also ich habe mich immer gefragt, okay, ist das jetzt richtig, was ich mache? Hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen? Ich hatte stetig auch irgendwie so die Gedanken, ich schade Peanut damit oder so. Oder die Angst. Das hat man halt nicht mehr so dolle oder habe ich jetzt nicht mehr so dolle. Einfach, weil man ja erfahrungsreicher wird. Und dann, glaube ich, baut man mehr und mehr ein Schutzschild auf, weil man selbstbewusster in der Sache ist. Also würde ich sagen. Sehr gut. Gib mir direkt so einen Moment, Durchatmungseffekt, weil, okay, mein Baby ist 8,5 Monate alt, aber ich bin immer noch nicht, glaube ich, widerstandsfähig genug, um das an mir abprallen zu lassen. Aber wenn ich an die Wochenbettphase zum Beispiel zurückdenke, wo ich so shaky war mit das, was von außen kam, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, da musste ich nämlich auch dran denken, in Vorbereitung auf die Folge, dass so ein Wochenbett, wird ja jetzt mittlerweile immer mehr gepredigt, dass du wirklich die Zeit für dich nehmen sollst, am besten nicht den Besuch schon in der Klinik empfangen solltest. Nicht nur, was die körperliche Heilung angeht, sondern ich finde auch gerade wegen solcher Dinge, weil du nämlich so vulnerabel, so verletzlich einfach in dieser Phase bist, dass diese gut gemeinten Ratschläge, was es ja oft dann doch sind, zumindest ist es immer so die Intention dahinter, dich so tief treffen können, weil du irgendwie so wie so ein offenes Buch noch offen bist für, hey, mache ich das alles richtig, wie du es gerade dargestellt hast? Schade ich meinem Kind vielleicht sogar mit irgendetwas? Ich weiß noch ganz genau, dass ich super verletzlich in der Phase war und dann hatte ich ja noch diesen schwierigen Stillstand, was mir irgendwie noch, ich würde mal sagen, 2 Wochen von der richtigen Wochenbettzeit fast geklaut hat, weil ich mich nur mit diesem Stillen beschäftigt habe. Also ich habe mich sogar noch, weiß ich so, 8 Wochen danach, selbst als du uns besucht hast, war ich noch voll unsicher in mir. Und habe mich teilweise ja in dieser Außenwelt einfach noch nicht wohl gefühlt und sehr beobachtet gefühlt. Und wie du meintest, mich gefühlt, als würde ich vielleicht was falsch machen, als würde jeder außer mir das merken und so wie so einen inneren Kritiker anhaben. Ja, Ja, da kommt auch voll dolle zum Tragen, was ich ja auch so ein bisschen mit Mami Identity propagiere, dass ja all deine Denkmuster und Einstellungen über das Leben sozusagen dann auch rauskommen, weil letzten Endes, man fühlt sich beobachtet wie so auf dem Prüfstand. Das ist ja auch viel, was man für sich selber dann sozusagen abspeichert und denkt, okay, ich bin Mutter. Also Mutter bedeutet, du hast richtig Plan von Anfang an. Genau dann, so. Dann versetzt man sich ja sofort in diese Erwartungshaltung, dass du es sofort können musst. Heißt also, du bist auch richtig feinfühlig darauf, wenn irgendwas jemand dir entgegnet, ne? Weil das ja dann gleich wie so eine Prüfung ist oder ein Beweis dafür, dass du es vielleicht doch nicht kannst. Dabei musst du sie ja jetzt können und Bescheid wissen. Und da fand ich auch auf jeden Fall Wochenbett, wobei da muss ich vielleicht auch noch sagen, also würde ich sagen, dass ich da fast schon ein bisschen dankbar teilweise war, wenn jemand mir irgendwie Tipps gegeben hat, weil man so lost einfach am Anfang ist. Selbst, also ich dachte mir immer so, boah, ist das normal, dass der ganze Zeit nur an meiner Brust hängt? Ich habe keine Ahnung, wie ich schlafen soll. Und finde es halt so geil, ist ja das eine, wenn du es irgendwie von direkten Personen gespiegelt bekommst, aber es gibt auch so eine Situation, die mir als erstes in den Sinn kam, die mir gar nicht wiedergefahren ist, sondern ein Kumpel von uns,
der war mit seiner Tochter an der Ampel gestanden und dann hatte sie, glaube ich, keine Jacke an oder so. Und dann hat eine alte Frau zu ihr gesagt, also sie müssen ihrem Kind mal eine Jacke anziehen. Ey, auch so typisch, ne? Wirklich, ich merke direkt, wie ich einfach, wie mir die Kinnlade innerlich runterfällt und ich sprachlos bin in dem Moment, wirklich. Mhm. Einfach nur so da, jetzt auch dastehe und erstmal nicht wüsste, was ich sagen soll. Also für mich verstreichen so oft solche Momente, weil ich einfach sprachlos bin von so einer Übergriffigkeit. Aber total empört und total mitgenommen auch, was ich so nachvollziehen kann. Und ich konnte es aber nicht verkneifen. Ich musste im ersten Moment irgendwie lachen, weil ich mir das so rekonstruiert habe im Kopf, wie er halt an der Ampel steht. Es war, ich glaube, es war gerade noch so Übergang zwischen Sommer und Herbst, also noch so ein leichtes Sommerlüftchen. Dann kommt eine ältere Dame neben dir her und irgendwie, man tauscht ja schon Blicke aus, wenn man an derselben Ampel steht, ne? Dann lächelt man sich vielleicht so entgegen. Auf einmal ziehen sie mal ihrem Kind eine Jacke an. Hä? I didn't see that coming. Genau das Thema, auch dieses Sockenthema, ne? Das haben die ja auch alle, diese älteren Generationen. Das Kind muss Socken tragen. Aber gut, was du da aufmachst, weil ich finde, es ist auch voll der Unterschied, ob du das wohlwollend entgegengebracht bekommst, zum Beispiel von dir oder von meiner Mama oder, okay, Mama ist auch so ein Thema, es kann schnell abdriften, es kann schnell kippen in die andere Richtung. Aber genau, man spürt halt, ob es wohlwollend gemeint ist. Und ich finde auch, wir können ja hier schon mal aus unserer besten Freundinnenkiste auspacken. Wir haben ja auch miteinander geübt. Also auch wir stehen uns so nah, ihr da draußen, dass wir uns gegenseitig sehr triggern können. Hat man in der Folge noch nicht live erlebt, aber wir haben auch immer noch Momente. Und ich finde es richtig geil, weil es wird bei uns mittlerweile gang und gäbe, dass wir einander fragen, hey, möchtest du einen Ratschlag? Oder dass wir fragen, was brauchst du gerade von mir, ne? Es ist halt immer noch so ein extra Step, den man irgendwie gehen muss in einer Bindung, die man hat, wo man sich vielleicht auch erstmal denkt, hä, ist irgendwie voll holprig, voll künstlich. Aber es eröffnet einem irgendwie so den Raum, auch mal selber drüber nachzudenken, hey, was will ich jetzt eigentlich gerade? Was brauche ich gerade? Reinzufühlen, was ist eigentlich mein Bedürfnis? Und dann auch wirklich den Schritt zu gehen, zu kommunizieren, was man möchte, ne? Das ist ja auch nicht so leicht, als dass man einfach alles übergestülpt bekommt und dann ganz einfach sagen kann im Außen, du bist der Doofe. Kann man ja schnell dann die Schuld einfach zufügen. Das, ne? Sagt man doch nicht so. Ja, genau. Und das finde ich ganz geil, dass du und ich das schon hinbekommen haben. Und das wäre auch so mein erster Ratschlag für euch da draußen. Wir sind natürlich keine Expertinnen, aber berichten ja, was für uns auf unserem Weg funktioniert und wo wir uns noch so ein bisschen hinterfragen, ja, dass man erstmal einkategorisieren darf, ob es wohlwollend gemeint ist und auch gerne üben darf, diesen Schritt vorzuschalten, dass man sich gegenseitig fragt, hey, willst du überhaupt gerade einen Ratschlag? Oder dass man auch einfach kommuniziert, hey, ich brauche gerade gar keinen Ratschlag. Ich will mich gerade einfach mal auskotzen, Mama oder Schwiegermama oder Tante. Und ich finde es überraschend, wie schnell dann das Gegenüber oft Schritte zurückgeht. Also ist zumindest in meinem Umfeld so. Ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen gesegnet mit, dass bei mir jetzt so im direkten Umfeld niemand so extrem übergriffig ist. Und die, wenn ich so einen kleinen Satz einschiebe, der mich enorme Kraft kostet und Überwindung kostet, wirklich die ganz schnell zurückgehen und sagen, oh, Entschuldigung, so war es gar nicht gemeint. Aber du hast trotzdem, meintest ja, dass du hast ein paar Beispiele gesammelt. Mhm. Was ist dein Lieblingsbeispiel? Mein Lieblingsbeispiel ist meine Tante. Grüße gehen raus. Ich glaube, sie hört den Podcast eh nicht, aber die war auch relativ früh uns besuchen. Ich weiß nicht, das war auf jeden Fall noch in den ersten 3 Lebensmonaten, wo wir gut und gerne die Federwiege genutzt haben. Ja. Und dann lag der Kleine halt da drin und gleichzeitig war auch eine andere Freundin hier zu besuchen. Wir haben irgendwie entspannt gefrühstückt und er halt düpp, 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 düpp. Und sie kam in den Raum, sie so, hä, muss das sein? Was ist denn das hier für ein Gefährt? Also so richtig so, bumm, ins Gesicht, dass ich erstmal gar nicht so richtig wusste, hä, was geht denn jetzt ab? Die so, was ist das denn schon wieder für neumodischer Kram? Sowas hatten wir früher nie, kein Wunder, dass die Kinder nicht schlafen können. Okay, das sind jetzt schon ganz schön krasse Sätze hat sie eigentlich. Hat sie gesagt, ne? Kein Wunder, dass sie nicht schlafen können. Ja, ja, ja. das ging auch noch mit der Empfehlung einher, hier, jedes Kind kann schlafen lernen. Das ist ja dieses Buch mit der Färbermethode, ne, schreien lassen. Das hat sie auch noch oben drauf gesetzt. Und ich war so, hey, ja, es muss sein. Was, sie hat gesagt, man muss Kinder auch mal schreien lassen, oder wie?
Genau, also das war dann in einem fortführenden Gespräch, habe ich jetzt schon vorausgegriffen, dass quasi ihre Ableitung aus der Federwege war, hey, das Kind lernt ja so, sich daran zu gewöhnen. Kein Wunder, dass heutzutage die ganzen Kinder nicht mehr alleine schlafen können, wenn so krasse Hilfsmittel genutzt werden. Das war dann im späteren Gespräch rausgekommen. Und in dem Moment habe ich aber auch so ein bisschen patzig geantwortet, ich so, ja, das muss sein. Also ich habe dann nicht gesagt, ich möchte gerade keinen Ratschlag, wie ich hier gerade zum Besten gegeben habe, sondern ich habe gesagt, ja, es muss sein. Und da war sie auch direkt so, oh, ja, sorry, ich will euch gar nicht reinquatschen. Also da ist sie auch dann direkt zurückgerudert. Aber dann haben wir halt im späteren Verlauf nochmal gesprochen und sie war so, ja, mir ist das auch voll schwer gefallen, aber ich habe dieses Buch, kennst du das? Das ist ja diese Schreienlassen-Methode, die Färbermethode, angewandt früher. Und mein Mann hat das gemacht, weil er hat auch das Herz geblutet, dass die Kleinen geschrien haben, aber er konnte es besser umsetzen. Ach, das gab es damals schon. Ja. Ah, krass. Ich dachte, dass das eigentlich relativ neu noch ist. Nee, leider Also nicht. letzten Endes da vielleicht euch auch, um nochmal abzuholen. Keine Ahnung, wann dieser Schlafberatungstrend anfing. Auf jeden Fall habe ich ihn auch schon sehr stark vernommen in im ersten Jahr von Peanut. Dass ja auch auf Instagram auf einmal Schlafberaterinnen noch und nöcher irgendwie aus dem Boden gesprossen. Sprießt, gesprossen, Hilfe, Sprossen. gesprossen sind. Und da gibt es halt so unterschiedliche Lager. Da gibt es eben auch das sehr konservative Lager, was eben nach dieser bekannt oder nach dieser benannten Methode geht. Und da sagt man eben, okay, man muss das Kind ruhig mal schreien lassen. Man fängt irgendwie an mit 5 Minuten schreien lassen oder vielleicht sogar nur mit 2. Und dann weitet man sozusagen die Spanne immer weiter aus, bis das Kind halt gar nicht mehr schreit. Und man hat eben im Nachgang oder dadurch, dass ja Psychologie als Wissenschaft noch nicht so weit fortgeschritten oder sagen wir noch nicht so alt ist, ist besser ausgedrückt, hat man eben im Nachgang, nachdem diese Methode eben etabliert worden ist, herausgefunden, dass das Kind nicht mehr schreit, weil es gelernt hat, nicht zu schreien. Was ist denn die Theorie dahinter, dass man sagt, okay, es hört irgendwann auf zu schreien? Ich glaube, die sagen, es gewöhnt sich selbst zu regulieren. Ah ja, okay. Und dass das halt widerlegt ist, denn Kinder erlernen eine Hilflosigkeit sozusagen. Also sie merken also, dass deren Strategie Schreien und dass deren Kommunikation nach Hilfe, was ja letzten Endes dieses Schreien ist, nicht greift. Und dann machen sie halt gar nichts. Genau, so wie ich es gerade erzähle, anscheinend gibt es das wirklich schon sehr lange. Ich habe es Aber ich gerade wusste nicht, gegoogelt. ja und? 1985. Also noch nicht so extrem lange, aber schon bei uns auf jeden Fall gegriffen. Deswegen finde ich es gerade so krass, dass deine Tante, ich weiß nicht, wie alt deine Cousin, Cousine ist, dass die das sozusagen als Handwerk, als Buch schon zugänglich hatte, weil oft dauert Ja, das ja ja. dann, bis Bücher darum entstehen und so. Ja, die sind jünger Stimmt. als ich, also passt es durchaus. Scheinbar war das echt dann die Hochphase, so könnte ich mir vorstellen, von dem Buch. Die müssten so, ich glaube, 95, 96er Jahrgang sein. Ah ja, okay. Ja, Oh genau. ja. Oh, ja, und mir fällt das ja auch teilweise extrem schwer. Ich habe ja so einen kleinen People-Pleaser auch in mir, dass ich gerne der Harmonie zuliebe eher Ja sage, auch wenn ich nicht Ja meine, ne? Also dieses, ich will lieber keinen Konflikt heraufbeschwören. Mit meinen nahen Bezugspersonen habe ich diese Probleme nicht, aber im Außen bin ich halt so. Und mit meiner Tante habe ich jetzt nicht das so krass innige Verhältnis, dass ich da jetzt einfach ihr so komplett entgegentreten würde. Deswegen habe ich sie halt reden lassen und mir das angehört und gesagt, ja, hey, das ist nicht mehr der aktuelle Stand der Forschung und wir machen das anders. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht geschafft, ihr zu sagen, hey, ich möchte gar keinen Ratschlag in dem Bereich. Ne? Das finde ich auch so krass, dass das voll für Übung benötigt. Ich kann das zum Beispiel mit dir haben wir es ja etabliert, mit Felix kann ich es auf jeden Fall, mit meiner Mutter auch. Aber ich glaube, da schließt sich schon so der Kreis. Ja, weil man das ja selber, also ich kenne es auf jeden Fall auch, dass ich, wenn ich den Automatismus habe, einen direkten Ratschlag zu geben, wenn mir irgendjemand etwas entgegnet oder mir was missfällt, weil letzten Endes war die Situation ja noch nicht mal so, dass du eine Frage gestellt hast oder so, sondern ihr hat etwas missfallen und ist dann direkt in die Richtung sozusagen geschossen. Manchmal kotzt man sich ja in dem Moment selber erstmal irgendwie aus auf einer blöden Art und Weise. Und wenn jemand dann diese Grenze setzt, ist es ja erstmal ungewohnt, ne? Weil man ja schon auch so
also auf jeden Fall bin ich auch so erzogen und das merke ich auch im Alltag sehr, sehr oft, wie oft man irgendwie den Impuls hat, wenn jetzt Peanut ein Spielzeug in der Hand hat und er das nicht teilen will oder seine 10.000 Buddeleimer gerade nicht teilen möchte, dass ich dann auch den Impuls habe zu sagen, ach komm, gib ihm das doch. Oder wenn er es macht, dass man sagt, oh, das ist aber nett und ihn dazu bekräftigt. Heißt, man wird ja schon dahin geschult, weil wir ja diese starke, ja, wer will das schon irgendwie nicht anerkannt werden und nicht in einer Gruppe, ein Teil der Gruppe zu sein. Das ist halt mega krass in einem drin und auch total in mir. Dann hat man halt diesen Impuls. Und wenn jemand diese Grenze dann dir gegenüber wiegt, ich nimm das halt dann auch im ersten Moment irgendwie so ein bisschen persönlich und schluck das, weil ich dann denke, oh Gott, mein Fehler, und bashe mich dann sozusagen so ein bisschen damit. Deswegen kann ich voll nachvollziehen, dass es halt für beide Seiten erstmal irgendwie unangenehm ist und man selber manchmal auch zurückzieht und gar nicht so krass die Grenze setzen möchte, weil man weiß, was das beim Gegenüber ausdrückt. Genau. Ja, das beschreibt es voll gut. Und wir können ja mal einhaken, was glaubst du denn, was du bräuchtest? Können wir auch auf uns gerne spiegeln, dass es bei dir auch besser ankommt, weil wenn ich sagen würde, hey, ich merke voll lieb von dir gemeint, dass du jetzt deinen Ratschlag mit mir teilen möchtest, aber ich bin gerade in einer ganz anderen Lebensphase, würde das schon dir helfen, dass ich das nochmal in Worte fasse quasi, dass ich dich sehe? Oder was glaubst du, was würde dir in dem Moment helfen, dass auch wir als die Leute, die quasi den Ratschlag ja abschmettern wollen, das nochmal weicher verpacken könnten, dass es weicher wird? Was mir als erstes einfällt, ist so erstmal überhaupt zu fragen, war das ein Ratschlag? Weil manchmal passiert es ja schon auch in der Situation, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit deiner Tante, weiß ich gar nicht, ob sie das so in dem Moment intendiert hat, da jetzt einen Ratschlag mit auszusprechen. Und es kommt mir eher so rüber, dass eigentlich noch dieser seelische Schmerz, weil sie ihre Kinder hat schreien gelassen und heutzutage man das halt nicht mehr macht, sondern irgendwie da feinfühliger und bepempernder damit umgeht, sich zeigen wollte in dem Moment und gar nicht einen Ratschlag dir aussprechen wollte oder jetzt dir sagen wollte, mach das genauso wie wir. Aber natürlich in dem Moment, wenn du halt sowas sagst und dann von dem Gegenüber bekommst, war das jetzt ein Ratschlag? Was ich auch nicht so die schönste Formulierung ist letzten Endes. Oder dann eher so, wie hast du das denn gemeint? Okay, nochmal den Zwischenschritt vorher machen mit Nachfragen. Ja, das sind wirklich diese goldene Kommunikationsregeln, ne? Die so, wie ich vorhin auch meinte, künstlich eigentlich so eine Kommunikation länger und komplizierter machen, aber an sich voll viel Konfliktpotenzial abfangen, ne? Ja, du deeskalierst halt total dadurch, ne? Aber es ist mega hardcore anstrengend. Und ich überlege gerade auch, ich habe halt auch viel im Kopf selber diese toxischen Tipps im Kopf gehabt, wie ich weiß noch, als Peanut angefangen hat zu essen und ich ihm dann auch mal einen Quetschi gegeben habe. Und zu der Zeit waren sehr viele Zeitungsartikel, die hochkamen. Ich weiß noch, beim Spiegel hieß es irgendwie, dieses Produkt aus der Hölle. Und ich habe ihn halt trotzdem das mal gegeben und dann dachte ich auf der Straße, dass alle mich angucken, dass ich jetzt einen Quetschi gebe. Und dabei hat da keiner was dazu gesagt. Also ich habe das schon auch krass in mir drinne, dass ich dann denke, was die anderen denken oder dass die anderen mich jetzt verurteilen für mein Verhalten oder sowas wie, ja, dass ich hier und da vielleicht auch mal sein Verhalten gerechtfertigt habe schon automatisch. Ich versuche gerade zu überlegen, in welcher Situation das ist, aber kennst du das auch, dass du vielleicht dann voll. Schon so... Das ist ja auch wieder, dass hier diese toxischen Tipps mit Mom-Shaming einhergehen, ne? Dass du dich ja eher, klar, die ganzen Leute haben dir jetzt auf der Straße ja keinen Ratschlag gegeben, ey, mach das doch lieber selber. Und ist da vielleicht sogar selbstgemachter Brei drin in dem wiederverwendbaren Quetschi? Ja, genau, den gab es auch mal. Ja, genau, also da geht es ja wirklich Richtung Mom-Shaming. Das ist ja auch letztendlich das, was meine Tante gemacht hat, ne? Also ohne, dass sie vielleicht schon einen Ratschlag drin hatte, aber dass sie ja sofort abgeurteilt hat, ne? Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen. Und ich finde, das ist so überlappend. Und ich finde auch, ich habe auch jetzt noch die Momente, ich fand das auch so toll, das Beispiel mit Peanut da, dass er seine Sachen nicht teilen muss. Weil es geht ja wirklich ganz doll in diese bedürfnisorientierte Richtung mittlerweile, wobei wir und vor allem du immer hochhalten, das System muss gesehen werden, nicht nur die Bedürfnisse des Kindes. Und da fällt mir ein, was ich öfter schon mit meiner Mutter für Themen hatte, wirklich so ganz sanfte Themen, wie man mit dem Kind spricht. Zum Beispiel, dass man nicht die ganze Zeit sagt, alles ist gut,
Also das Baby weint und du sagst, alles ist gut, ist doch gar nichts passiert, ist doch nicht schlimm. Oh, Peanut sagt jetzt auch mittlerweile, ja, das und das, aber nicht schlimm, weil er das in der Och, Kita Mensch. Gesagt bekommt. Und ich sage sehr oft dann, ist es auch okay, wenn es schlimm ist. Ja. Und da greift, also da kannst du echt, da hoffe ich, dass wir trotzdem viel, zumindest noch eine andere Warte mitgeben, weil immer dieses Kleinmachen, nicht schlimm, alles ist gut. Boah, da merke ich auch richtig, wie das bei mir dann anfängt zu brokeln. Ja, ja. Und da finde ich es auch so spannend, weil plötzlich werde ich ja in die Rolle gesteckt, dass ich ja einen Ratschlag gebe, ne, ja, meiner stimmt. Mutter. Übrigens mache ich das sehr gerne ungefragt, weil ich mir denke, das ist mein Kind und hier wird es so gemacht, wie ich es will und das ist so. Dann kommen ja auch die eigenen Wunden hoch, ne, dass ich merke, also natürlich in dem Moment nicht bewusst merke, wenn ich dann später drüber nachdenke, so wurde früher auch mit mir geredet. Kein Wunder, dass ich jetzt auch immer nur Bauchschmerzen kriege, wenn ich im Außen unterwegs bin, weil ich nämlich mir auch selber erzähle, ist alles nicht schlimm und im Nachhinein zu Hause mit Bauchschmerzen sitze, weil mein Körper sagt, doch, es war schlimm und deswegen kriegst du jetzt Bauchschmerzen. Ja. Ey, genau. Und das ist auch wieder interessant, weil ich gebe meiner Mutter leider und meinem Freund, ich wollte jetzt schon meinen Mann sagen, wir sind nicht verheiratet. Mein Freund wird dem irgendwie nicht mehr gerecht. Mein Partner fand ich immer passender dann. Mein Partner. Baby Daddy. Genau, Baby Daddy. Und da bin ich echt auch sehr schnell mit ungefragten Ratschlägen, muss ich sagen. Ja, me too. Manchmal schaffe ich es, je nachdem wie mein Energielevel ist, ist netter zu sagen, hey, er weint gerade und das gibt auf jeden Fall einen Grund dafür. Und nur weil er sich nicht äußern kann, heißt das nicht, dass es sich nicht schlimm für ihn anfühlt. Ne? Mhm. Es kann ja auch einfach nur sein, dass er gerade aufgewacht ist und eigentlich lieber auf meinem Arm sein möchte als bei meiner Mama. Und das fühlt sich für ihn gerade sehr existenziell vielleicht an, weil diese Mamanähe gerade fehlt, weil er vorher auch schon eine Stunde bei meiner Mama war. Oder was weiß ich, kann man sich ja sonst etliche gut. Geschichten so ausdenken. Und wenn dieses Baby halt weint, dann gibt es natürlich einen Grund. Ne? Und ja, ich arbeite auch dran, dass ich meine Ratschläge netter verpacke. Aber fairerweise, ich denke gerade auch darüber nach, safe mache ich das bei Peanut auch und gerade auch in einer Partnerschaft hatten Flo und ich das auch, wo er dann auch sagt, ja, du weißt da immer alles besser und es ist so von oben herab und es ist super, super schwierig dann beim eigenen Kind irgendwie dann davon loszulassen, weil gerade wenn man da so eine Überzeugung mit sich trägt. Was uns halt auf jeden Fall geholfen hat, war immer im ruhigen Moment darüber zu sprechen und das dann sozusagen zu erklären. Und es hilft immer, wenn andere das auch noch bekräftigen. Also auf jeden Fall war das bei uns so, wenn wir das dann im Freundeskreis diskutiert haben. Und wir haben auch uns ein sehr nahestehendes Pärchen, wo die Kleine wirklich als hochsensibel dann diagnostiziert wurde, also vom Psychologen, die haben die begutachtet und so. Und die haben eben auch gesagt, wie wichtig das ist, nicht zu negieren und dass eben dieses alles ist gut, nichts ist passiert. Das eben negiert und das hat schon dazu geführt, dass ich, wenn es Flo dann mal sagt, ich wirklich dann ihn nur so da angucken darf und er dann sagt, ja, okay, ich meinte, das passiert, weil das habe ich dann versucht so zu etablieren, dass man sagt, ja, das passiert, es ist okay, dass du jetzt weinst und das sind jetzt nur so kleine Twists, aber das ist so ein im Gehirn so erstmal so eine Schraube, an die man sich gewöhnen muss, ne, dass man das sagt, weil das halt so tief drin ist. Wo ich auf jeden Fall hinaus wollte, ist, wie oft ich selber, auch wenn ich durch die Gegend gehe, verurteilende Gedanken habe. Ne? Und mir so denke, das macht man heutzutage aber nicht mehr so. Wenn jetzt beispielsweise auch wieder eben halt auch befreundete Pärchen, wo das Paar sehr scharf mit dem Kind spricht. Also sowas wie, du bist halt heute richtig kacklaunig und wie sagt man denn? Es gibt doch so einen schönen Begriff, wie man jemanden beschreibt, der scheiß Laune. Griesgram, ne? Ah ja. Richtiger ja. Griesgram heute. Zicke, vor allem bei Mädchen höre ich voll oft mittlerweile noch. Mhm. Ja. Und da gehen mir so die Nackenhaare hoch und da merke ich halt auch innerlich, wie ich dann halt judge und mir denke, okay, am liebsten würde ich jetzt mal sagen, und zwar aufgrund dessen, so und so und so und so und so, und das könnte das und das und das bei deinem Kind bewirken. Und ja, kannst du das auch? Dass du das bei anderen. Total. Ja, ja. Und ich merke das immer, dass meine moralische Welt das dann auch als gut verpackt, ne? Obwohl wir in dem Sinne ja auch gerade Mom shamen, denke ich dann immer, ja, ich stehe aber auf der Seite des Kindes und deswegen ist es gerechtfertigt. Also, ne? Dass ich mich dann quasi darüber erhebe, aber wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, ist das voll die schwierige Situation, weil in dem Sinne ja auch diese Mamas oder Papas
ja auch etwas erfahren haben, dass sie genauso drauf sind. Ne? Ganz oft geben wir es ja auch einfach nur weiter. Oh, ich finde es so schwierig. Ja, ich habe auf jeden Fall auch die Gedanken und bin dann aber eher so nicht auf der Seite, dass ich denke, oh, wie scheiße machst du das, sondern so, oh Mann, du armes kleines Kind. Ich wünschte, ich könnte dir jetzt sagen, du bist keine Zicke. Das ist okay, dass du heute so bist. Und vielleicht schafft die Mama das ja auch in anderen Momenten, wenn das Energielevel wieder höher ist. Ne? Genau, ich stelle mich dann meistens so auf die Seite des Kindes und ja, habe solche Gedanken auf jeden Fall auch. Voll guter Punkt, was du gerade sagst. Man hat ja auch immer nur einen Ausschnitt in dem Moment. Man weiß nicht, wie der ganze Tag schon war, wie irgendwie die Wochen davor waren. Weil ich hatte gestern Abend schon auch einen Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich ein bisschen wieder raus, weil ich schon dabei auch dabei war, Peanut so ein bisschen emotional zu manipulieren. Weil er wollte nur mit Flo Fußball spielen und mit mir nicht. Und ich war noch abends verabredet und wollte so die letzten 20 Minuten gerne Zeit mit ihm verbringen. Und er so, nee, Mama, raus. Papa spielt besser Fußball als du. Und ich so, okay. Sorry? Woher hat er das? Hat Flo ihm das erzählt? Genau, kannst ja auch alles rein, ne? Excuse me, Sir, so redest du mit deiner Mutter nicht. Und dann könnte ich auch nicht davon ablassen, ihnen zu zeigen, dass mich das traurig so macht. Ne? Weil eigentlich so, hätte ich auch sagen sollen, okay, seh dein Bedürfnis, stimmt auch, dass Flo besser Fußball spielen kann. Ist jetzt schade für mich, aber akzeptiert so nach Motto. Und ich so, das macht mich jetzt aber traurig. Und dann bin ich rausgegangen. Und dann ist er hinterhergekommen. Und in dem Moment habe ich dann gemerkt, oh, weil wenn er dann halt hinterherkommt, merkt das ja gleich, ne? Oh Gott, Mama ist traurig, ich muss sie trösten, ich habe was Schlechtes gemacht. Dann habe ich gleich mit ihm gesprochen und gesagt, hey, alles in Ordnung und, ne? Aber heißt, man verfällt ja auch in die Themen rein, wo wir eigentlich Verfechterinnen von sind, nicht zu tun, weil sie eben den emotionalen Raum des Kindes irgendwie schließen. Klar. Und davon ist man halt nicht frei. Ja. Davon ist man nicht frei, ne? Also, ich hatte gerade so einen Aha-Moment. Natürlich all die Themen, die ich mit Felix habe, die Streitthemen, werde ich natürlich und meine Muster auch leider in der Kinderbeziehung zu meinem Kind wahrscheinlich fortführen, ne? Wobei ich gerade merke, ey, mit meinem Kind bin ich besonders geduldig, bin ich total positiv überrascht, dass da anscheinend meine Grenzen andere sind und bin ich auch sehr froh drum. Aber trotzdem in den Momenten, wo das Energielevel, ich finde, da merkt man es immer krass. Wir sind auch gerade ja in einer 8-monatigen Schlafregression. Er ist gefühlt dauerkrank. Wirklich, er hat jede Mini-Erkältung geht auf seine Bronchien. Es belastet mich so. Er hat, dass er wieder diese Geräusche über den Bronchien hat, dieses Atemgeräusch und wir nur am Inhalieren sind. Hast du da auch schon Mom-Tipps bekommen? Von meiner Mutter auf jeden Fall, aber da nehme ich die auch voll gerne an, weil mein Bruder frühkindliches Asthma hatte, wo ich auch schon so richtig Alarmglocken habe. Ich hoffe, dass es nicht in die Richtung geht bei uns. Genau, da nehme ich auf jeden Fall super gerne die Tipps auch an, aber ansonsten, nee, glaube ich gar nicht so richtig. Ja. Ich finde, das ist auch nochmal, da kann man auch die Sachebene unterscheiden, ne? Wenn es so eine Sachebene ist, finde ich, bin ich auch voll offen für sowas. Klar, Schlafthema. Das ist bei mir ein Thema. Gut, dass du nochmal gefragt hast, was ich noch für Beispiele habe, ne? Weil ich finde, da kommen dann ja auch immer diese lapidarsten Ideen, wo ich mir denke, ey, dass ich da noch nicht drauf gekommen bin, abends keinen Kaffee zu trinken, du, mit meinem Schlaf. Ne, danke. Wahnsinn. Aber da merkt man auch, es ist auf der Sachebene einfach nur ein gut gemeinter Ratschlag, ne? Aber ich nehme den persönlich, weil ich mich ja auch in meinem, worin fühle ich mich da eigentlich angegriffen? In meiner Intelligenz. Guter Punkt. Dass ich vielleicht da noch selber nicht drauf gekommen bin nach 3 Jahren Schlafstörung oder wie lange mich das Thema. Das begleitet mich ja noch länger, ne? Aber ich wollte eigentlich ja zu dem Thema Babyschlaf, weil da geht es ja genauso. Bei uns hilft der Nuckel super. Dass solche Tipps kommen, ne? Wo ich mir denke, ey. Wir sind jetzt nicht mehr nur noch in der 4-Monats-Schlafregression, wir sind jetzt in der 8-monatigen. Ich habe schon 4 Horrorwochen durch und bei uns funktioniert der Nuckel nicht. Nimm doch einfach und mal wieder den Nuckel. Etliche Punkte auch nicht. Komm, nimm mal den Nuckel. Was funktioniert der Nuckel echt super. Der ist schön für toll. Euch. Der Beste ist der von Mom, der ist so schön geschämt. Und dann leuchtet der auch noch. Also, bei euch nicht? Ich glaube, das ist ja auch immer so eine Hilflosigkeit heraus. Man möchte ja gerne helfen. Man kann ja auch schlecht als die Person, die den Ratschlag gibt, aushalten, dass es der anderen Person gerade nicht gut geht. Ne? Das ist ja, glaube ich, oft so ein... Oder will man sich auch ein bisschen positionieren? Kann auch sein. So,
Also bei uns ist es cool. Ja, das habe ich auch oft das Gefühl, dass da so kleine Rivalitäten entstehen, ne? Es gibt auch, das ist auch ein guter Punkt, bei mir gibt es auch bestimmte Mama-Freundinnen, zu denen ich gerne mein Problem gehe und manche halt nicht. Ich will keine Namen nennen, aber ich habe so eine innere Hürde teilweise, dass ich manchen nicht gerne von Problemen erzähle. Und ich glaube, weil nämlich oft dann einfach Ratschläge kommen in so eine Richtung, wo ich denke, ja, ich brauche es eigentlich gerade nicht, aber ich will es auch nicht jedes Mal sagen, weil ich unsere Beziehung damit nicht belasten möchte, weil ich dann denke, dass ich wieder die Komplizierte bin, die jetzt hier emotional, intelligent sagen muss, hey, ich möchte gerade gar keinen Ratschlag. Und dann fühlt sich die andere Person wieder abgewiesen, ne? Und dass ich oft auch Rivalitäten spüre, dass dann anstelle von, oh Mann, richtig schwer für dich, dann zu hören bekomme, ey, bei uns ist alles super. Und ich mir denke, ja, schön. Jetzt will ich mich noch Noch schlechter als vorher. ekliger wäre, ja, ist ja echt scheiße für euch. Bei uns ist es zum Glück richtig gut Ja, gerade. genau, wirklich. Teilweise sind das so die Standardantworten, wo ich dann denke, ja, nee, nächstes Mal gehe ich nicht dahin mit den Sätzen. Ich kenne das aber auch total, und das ist ja auch das Paradox, weil man ist ja miteinander befreundet, man ist sich wohlgesonnen und Ja. trotzdem hat man das irgendwie im inneren Circle. Schon krass, wie aufgeladen dieses Mutterding ist, ne? Also wie krass du dadurch irgendwie deinen Selbstwert aufpolieren kannst oder solltest, wenn du eben die Themen gut beherrschst oder nicht. Ja, genau, Oder? wirklich. Ich habe auch das Gefühl, dass man es wieder, wie du sagst, auf den Selbstwert einer Mutter zurückführen kann, einfach weil auch die Idealisierungen unserer Gesellschaft gegenüber der Mutterrolle so hoch gesteckt sind, dass wir ja sofort, wenn irgendwas Kleines nicht klappt, so abrutschen. Auch ich kenne das ja. Ich habe ja jetzt gerade auch wieder das Thema, dass ich mir auch die Fragen stelle. Mache ich vielleicht was falsch mit dem Schlaf? Ich habe von Anfang an mich so bemüht. Wieso klappt es gerade so schlecht? Und liegt es an mir als der Mutter? Habe ich gerade so wenig Milch? Bla 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 bla. Es geht alles in meinem Kopf an, ne? Und das kann ich, glaube ich, auch wieder nur auf dieses Rollenbild, was mit den Erwartungen überfrachtet ist, zurückführen, dass ich da so verletzlich bin und hier schnell abstürzen kann in meinem Selbstwert. Ja. Ich kenne das auch, weil ich kann mich noch daran sehr gut erinnern, dass ich mich sehr dafür geschämt habe, dass Peanut eine Zeit lang um 5:30 Uhr wach war. Das war irgendwie Ich muss so sofort schlimm. lachen, weil, sorry, dass ich, darf ich ganz kurz dich Ja, klar. unterbrechen, weil ich kenne es so sehr, dass du dann sagst, nee, mein Kind war heute nicht um 5:30 Uhr wach, er war um 5:37 Uhr wach. Kennst du es? Kennst du es, dass du dann dich bettelst und diese Minuten, auch dass ich Felix gegenüber, wenn er zum Beispiel nicht da ist, nicht sage, er war um 5:30 Uhr wach, er war um 5:37 Uhr heute wach. Ich habe 7 Minuten mehr geschafft als gestern. Und heute, naja, die Und meiste Zeit stehen wir ja so um 5:30 Uhr auf. Und ich dann so, nee, gestern, vorgestern und vor 2 Wochen war es 6:45 Uhr. genau, da fängt es ja schon an, ne? Dass man sich bettelt oder es versucht, es schöner dastehen zu lassen. So, Ja, weil man, ist halt also ich habe das traurig. safe, wie gesagt, ich habe echt im Nachhinein kann ich sagen, dass ich mich hardcore dafür geschämt habe, dass, wie gesagt, Peanut an dieser Phase wirklich über ein halbes Jahr hinweg war, das fast. Übertrieben. Drei, ja, guck, jetzt muss ich auch wieder relativieren, ne? Nein, Mann, nicht Ja, ein ja, halbes ja. Jahr, waren 3, 4 Monate. Halbes Jahr hört sich viel zu lang an. Es waren Ja. 5 Monate. Okay, lassen wir stehen, es war ein halbes Jahr, wo er irgendwie um 5:30 Uhr wach war und ich wirklich dachte, okay, das muss an mir liegen. Das liegt daran, dass ich ihn irgendwie tagsüber nicht richtig hinlege. Das liegt daran, weil ich irgendwas anderes falsch mache. Und dann bin ich so hardcore, ich habe mich so belesen dann rund um das Schlafthema, was mich auch zu einer Expertin gemacht hat am Ende. Aber weil ich so dachte, boah, ich muss jetzt diesen einen Faktor finden, an den ich drehen kann, damit er auch wie andere Kinder, natürlich hast du dann auf einmal 10.000 andere Kinder im Kopf, die bis 8 schlafen oder so, ne? Und nur du, nur mein Kind schläft bis 5:30 Uhr. Ich bin eine richtige Ja, Versagerin. voll. Kenne ich ganz genau diese Gefühle, auch jetzt gerade wieder. Oh, ja, Und was hilft? ja, in dem Moment sich erstmal zugestehen und zu erkennen, dass man sich in dieses Rollenbild auferlegt und schon alleine okay, wenn man diesen Charme hat, fragt man auch nicht nach Hilfe, ne? Ja, genau. Das führt ja auch Teufelskreis. dazu. Viele, also manchmal denke ich mir, habe ich mir dann auch immer so gedacht, wenn man dann in die, auch jetzt so eine Retrospektive, wo ich mich dann schon auch manchmal gefragt habe, woher habe ich eigentlich meine Annahmen
über wie Muttersein aussieht, abgeleitet. Weil ich hatte safe auch in der Schwangerschaft dann irgendwann so den Gedanken, den hatte ich auch mit Flo geteilt, wo ich so meinte, boah, ich muss mir erstmal so ein paar Wälder raussuchen in der Umgebung. Weil was mache ich denn den ganzen Tag? Was mache ich dann denn in der Elternzeit den ganzen Tag? Ist ja irgendwie voll langweilig. Ich muss jetzt erstmal ein paar Orte auschecken, wo man dann hinfahren kann und irgendwie Ausflüge machen kann. Und daran muss ich immer mal wieder denken und frage mich dann, wie gesagt, woher kam denn eigentlich diese Annahme, dass Muttersein eigentlich recht gechillt ist, ne? Dass diese Herausforderungen gar nicht sichtbar waren für mich. Und ich glaube, dass es echt viel ist, weil immer noch, und es wird ja jetzt auch immer gesagt, ja, alle auf Instagram meckern immer nur übers Mama sein. Ja, guck dir mal aber, wie viele Leute immer noch das so idealisieren und romantisieren an. Das heißt, es wird immer noch zu wenig gehört, wie es wirklich ist. Und teilweise ist es ja gar kein Meckern, das ist auch immer so gemein. Nur wenn man halt sagt, dass etwas schwierig ist und etwas anstrengend ist, ist es ja nicht gleich ein Meckern, sondern einfach mal nur auch ein Sinnieren darüber und nach, was dann vielleicht dann auch in einer Nachfrage resultiert, wie es andere machen. Ich denke auch daran, Lena Gerke war relativ zeitgleich mit mir schwanger mit dem ersten Kind. Und da weiß ich noch, das hat mich nämlich richtig beruhigt. Die hatte dann eine Schlafberatung genommen, weil die Kleine die Milch, also hat die ganze Zeit eine Prämilch in der Nacht durchgetrunken, irgendwie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal blöd, 3 Flaschen oder so, und hat dadurch dann den Tagesbedarf des Essens am Tag nicht mehr gehabt, weil sie alles halt in der Nacht sich reingezogen hat. So, und wär sie nicht zu einer Schlafberatung gegangen oder hätte sie nicht Hilfe geholt, hätte sie diesen Punkt gar nicht gesehen, weil sie gar nicht wusste, dass sie das falsch macht. Und das eben also davon auszugehen, das wissen zu müssen, ja. Wobei man ja eher denkt, dann braucht das mein Kind, Gehirnentwicklung, bla 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 bla. Das weiß man, also es weiß Frau nicht. Und das ist auch okay, dass Frau das nicht weiß. Ja, ja. Ja. Finde ich voll gut, dass du explizit Frau sagst und nicht Mutter. Weil wir nämlich da reinwachsen dürfen, ne? Das zu lernen mit anderen Leuten, die das vielleicht schon mal gemacht haben, die wirklich darin ausgebildet sind. Weil wir eben nicht, wenn wir gebären, sofort eine Mutter mit all ihren Fähigkeiten sind. Amen. Mhm. Das ist ja geil eigentlich. Ja. Wäre der krasseste Download ever oder das krasseste Update ever, wenn das sofort über Nacht passieren würde. Vor allen Dingen, um das mal so ins Lächerliche zu ziehen. Das heißt dann, dass du auf einmal alles mögliche Wissen rund um Babyschlaf hast, rund um Ernährung des Kindes, was wann zu sich genommen werden darf, was welche Vitamine hat und deswegen wie viel verzehrt werden muss, das weißt du dann natürlich. Dann weißt du, wie der Stuhl zu deuten ist, welche Farbe für was spricht. Du weißt, bei welchem Infekt du welche Medikamente oder auch nicht Medikamente nimmst. Du weißt, wann die Mutter, also wann das Kind wirklich nach Hunger schreit und eigentlich gerade nur eine Umarmung braucht. Willst du weitermachen? Genau. Aber es gibt ja tatsächlich diese Videos da, wo so diese Babygeräusche nachgemacht werden. Ne, ist das und nee, ist das und ist das. Ich habe versucht, das mir anzuhören und ich konnte ein bisschen das Hungergeräusch dadurch mehr erkennen. Aber ganz ehrlich, ich habe bis zum Ende dieser Babyphase oder Neugeborenenphase nicht gewusst, für welches Geräusch was steht. Das haben ja auch alle immer gesagt. Irgendwann lernst du das zu deuten. Ich so, ey, sorry, ich habe es nicht gelernt. Ich wusste dann irgendwann, ja, die Windel. Deswegen fange ich da jetzt wieder an, mit Stillen es zu versuchen. Weil das war am längsten, ja. Aber ich hatte eher das Schema, okay, ich gehe einmal alle Eventualitäten durch und nicht, oh, mein Kind hat das nee gemacht, deswegen bedeutet es das. Nein, war bei uns nicht so. Also wenn meiner Hunger hat, klopft er zweimal auf den Boden. Blinzelt dreimal. Mama. Mama. Ja, sorry, ey, wir machen uns gerade ein bisschen lustig, aber ich hoffe, ihr versteht, wie wir es meinen. Wir wollen euch das Gefühl nehmen, dass ihr diese Perfektion einer Mutter sein müsst. Wir sind es nicht, wie ihr hört, wir stehen dazu. Und lassen wir alle ein bisschen wohlwollender gegenüber und miteinander sein. Und auch, oder? Genau, dein Selbst vor allen Dingen gegenüber. Was für eine krasse Anforderung man sich da, Frau sich da automatisch gegenüberstellt, was man alles können muss direkt sofort. Ne? Also wie gesagt, ich habe ja extra diese Sachen so ein bisschen aufgezählt. Ja. Dann musst du natürlich sofort wissen, wie man das Kind beim Stillen hält,
wie man den Kinderwagen zusammenbaut und wieder zusammenklappt, wie man mit dem Kind Auto fährt. Halleluja, ey. Was wir wirklich alles in dieser kurzen Zeit so lernen und wuppen, uh-huh, ist echt ein Riesending, cool, worüber halt dann nicht gesprochen wird, weil halt alle denken, ist ja nix. Nee, ist nichts und das kann man einfach so. Ja. Schön devot. Okay, credits to me. Ich gebe mir hier mal einen Schulterklopfer und atme einmal tief durch, weil es echt viel ist, was wir leisten. Danke an mich. Und danke an dich. Du machst das toll. Thank you. Du auch. Danke. Das ist doch ein schöner Abschluss, schön, oder? Ihr da draußen macht das auch toll. Wenn du dir gerade denkst, okay, es gibt dieses eine Thema, wo ich irgendwie auch ein bisschen Scham verspüre, dass das nicht klappt, ist es total okay, dass das nicht klappt. Wir alle haben irgendein ein Thema mindestens, wo wir denken, boah, das klappt bei uns gar nicht. Sprich drüber, frag und nicht so, ist das bei dir auch so, weil dann kann man ja auch direkt irgendwie so verschränken, sondern wie geht ihr denn eigentlich mit dem Thema XY um? Was sind deine Erfahrungen in dem Thema XY? Und irgendwie dann auch offen für Hilfe zu sein, ne? Dass es okay ist, da Hilfe anzunehmen und vielleicht auch mal die Perspektive des anderen zu hören. Das würde uns alle auch ein bisschen näher bringen. Ja, schreibt uns gerne, worüber ihr euch Gedanken macht, wo ihr Scham empfindet. Zusammen sind wir stärker. Tschö. Mit Ö. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.